Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Hab sie. Ach, super. Und mir ist ein Missgeschick passiert, und zwar habe ich aus Versehen hier meine Ameisenkeule runtergeballert. Wie cute. Ach, du mich auch. No water filtration tablets needed. So. Ich habe eine Blattlaus. Hab ich keine Speere mehr? Ja, wie wir sehen... Ach ja, wir haben ja alles aufgeopfert letztes Mal. Ja. Ne? Erstmal sorry für die verspätete Veröffentlichung. Wir haben es einfach nicht zu Sonntag geschafft. Nee, Real Life und so. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das Spiel geht. Wie geht das? Auf jeden Fall ist das jetzt mit dem Update übersetzt worden. Ja. Rüssel, Käfer, Dörrfleisch. So, und ich wollte erstmal Zeug zur Seite legen. Wir haben ja ein bisschen was gefarmt letztes Mal. Haben wir? Ja, wir haben letztes Mal eine Spinne getötet. Und davon habe ich noch zwei Spinnenfänge. Ja, ich weiß gerade nicht, wer das war, aber einer hat in den Kommentaren geschrieben, wir könnten ja da, wo wir auf die scheiß Spinne gewartet haben, eine Blumenfalle aufbauen. Ich glaube, das war wieder unsere liebe Eule. Das kann sein. Das könnte man vielleicht mal machen, aber irgendwie habe ich gerade Bock, da oben mein Ding auszubauen. Oh, wir können ein Insekten... Spinnen sein. Aber einen Insektenboden können wir schon mal bauen. Ja, dann greif zu. Aber hier kommen auch keine Fenster rein, soll einfach ein leerer Raum, einfach nur ein Raum sein, nur Fenster. Na doch, machen wir vielleicht am Rand Fenster. Egal nicht, gegenüber. Na, ich kann doch keine Spinnenseide bauen. Wie mache ich Spinnenseide? Weiß ich nicht. Müssen wir das vielleicht auch lernen? Katze, geh mal bitte von meinem Dings hier runter. Nein. Ey, durch irgendein Strategiespiel ist das. Oh Mann. Weil ich auch nicht lesen kann, ist ätzend. Auch für den für die Insektenachs brauchen wir jetzt Spinnenseide. Das heißt, wir müssen irgendwie die Rohstoffe verarbeiten. Ich muss erstmal nochmal runter. Ist ja immer noch hier, Ameise. Ah, und schon meine Axt wieder gefunden. Fantastisch, geht da schnell. Naja, und wir müssen uns neue Waffen bauen, ne? Ein Spinnrad müssen wir wahrscheinlich bauen. Cool, sowas gibt's? Ja, das scheint jetzt neu zu sein. Haben wir das schon gelernt? Nee, ne? Naja, ich kann das anscheinend bauen. Also, ich brauche Eichelkappe, Ton, Ameisenbrocken, Saft und geflochtene Faser. Jo, haben wir bestimmt alles noch in den Kisten irgendwo rumfliegen. Ja, irgendwo. Eichelkappe, habe ich gesagt, ne? Eichelkappe hast du gesagt, ja. Also diese Top-Kacke oder was? Liegt noch? Ja, die du so keine Ahnung wie viel durch die Gegend geworfen hast. Die müsste vor der Tür liegen. Okay. Eichelkappen. Wo war denn hier dein Schutthaufen? Da war der. Ja.
Hast du gefunden? Nee, ich habe nur das gefunden, wo die theoretisch alle reingeworfen wurden. Aber vielleicht sind die ja mittlerweile weg. Oh, das wäre schön, wenn die weg wären. Oh, da ist ein Arschlochkäfer. Ja, es sieht so aus, als ob die tatsächlich weg wären. Da braucht man jetzt mal wirklich eine Eichelkappe und dann ist die weg. Ich dreh durch. Hier lagen die alle drin und die sind wirklich weg. It's funny. Man sieht es mittlerweile, wann das Essen schlecht wird. Das finde ich ja gut. Dann grill ich das nochmal. Einmal Gnatt, bitte. Ah, hier haben wir noch Eichelkappen. Jetzt hatte ich noch gesagt Lehm und Ameisenbrocken irgendwie noch. Ja, sollten wir alles da haben. Ach, und Saft und geflochtene Faser. Ich kenne keinen Saft, ich kenne nur Säb. Ja, das ist Säb. Ah ja, das scheiß Trampolin, was scheiße ist. Was macht ihr Ameisen hier? Verpisst euch. Oh, ihr habt mir was zu essen gemacht? Danke. Die Leine, Ameise, sonst hau ich dich noch. Ja! Boah, man kriegt so viel Fiber mittlerweile. Fiber. Aha. Okay. Oh. Da ist ein Arschlochkäfer. Auf so einem auf so einem Blatt? Gar nicht. Grashalm, so einen umgebogenen. Hab ich noch nie gesehen. Wie kommt denn das Wichsvieh da hin? Nicht, dass die Arsch... Ah, man kann da maximal 4 reinpacken. Okay. Nicht, dass die Arschkrampen irgendwann klettern erlernen. Unser Spinnrad spinnt. Alleine? Ja. Das ist ja toll. Ach siehst du, und dann kann ich ja noch ein paar Pfeile machen. Ja, ein paar ist gut. Machen wir für jeden 100. Muss ich erstmal kurz die Nadeln finden. Ach, ich wollte ja noch was zu essen auf dem Ofen packen hier. Für mich. Ich habe hier so eine Laus für dich gesammelt. Weil ich so nett bin. Yum! Yum! Oh, ich glaube, ich muss Nadeln sammeln. Ja. Pass auf, da bei uns um die Ecke ist aber dieser Arschlochkäfer, ne? Ja, ja. Oh, unser Spinnrad, wie weit bist du? Boah, das spinnt aber lange. Ja, dafür ist er voll automatisch. Das ist doch schön. Wäre doof, wenn man sich die ganze Zeit da steht, nebenstehen müsste. Da hast du recht. Ich hatte erst letztens so schön aufgeräumt und jetzt mache ich hier wieder alles chaotisch. Kannst ja hier noch ein, zwei Gestelle hier für, um das Fleisch auszutrocknen, da hinstellen. Erstmal kümmere ich mich um den einen Spinnenbogen.
Wir haben einmal Spinnenseide. Geilo. Warte, was wollte ich sammeln? Weiß ich nicht. That's not so bad. Nadeln. Ah, Nadeln. Habe ich schon wieder ganz vergessen, was du sammeln wolltest. Gut, dass wir eine Distel direkt vor der Haustür haben. Ja. Oh, mir wird angezeigt, dass ich einen hohen Ping habe. Einen hohen Ping? Ja, einen hohen Ping. Ping-Pong. Doch eigentlich nicht schlecht. Wo ist denn die Grashalme hin? Ich dachte, ein niedriger... Keine Ahnung, aber es wird mir hier als rot blinkend angezeigt. Also ich bin der Meinung, ach so. Wenn er hoch ist, ist es schlecht, ja. Was hast du so für ein Ping? Keine Ahnung, ich sehe ihn nicht. So. So, jetzt habe ich erstmal 71 Stacheln gesammelt. Gleich einen neuen Bogen, einen neuen Bogen, einen neuen Bogen. Spinnenseide. Oder ich glaube, ich gehe da nochmal zum Analyse-Ding mit der Spinnenseide. Ja, mach das mal. Das denn? Erst den Bogen. Klingt's aber komisch. Ich hab einen Insektenbogen, Insektenbogen, Insektenbogen. Warte mal. Heinrich, guck mal, mein Mogen. Wo bist du? Okay. Guck mal. Oh, du hast eine Zeitung aufgehängt? Ja, du konntest da so einen Rahmen bauen und dann kannst du da entweder eine Zeitung reinpacken oder... Ey! Ist die Wand kaputt, du Banane? Ja, Wand ist ein bisschen kaputt. Ja, aber guck mal, mein schöner Bogen. Ja, der ist wirklich schön. Ich gehe jetzt die Spinnenseide erforschen. Du kannst hier auch noch zwei, drei vorgefertigte Pfeile machen. Spinnen oder Totenkopf oder... Coolio. Ein paar Farben. Ich dachte, man baue ich einfach mal. Kam neu dazu.
Und da ist eine Spinne. Ist doch nett. Wo ist eine Spinne? Was für eine Spinne? Spinne, sag ich. Eine Ameise, ups. Ich überlege noch, ob ich hier noch eine Wand hochziehe. Was wollen wir heute überhaupt machen? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Schlag du was vor. Ich gehe jetzt erstmal die Spinnenseite erforschen. Achso, ich brauche Pfeile. Hast du mir schon 100 Pfeile gemacht? Nicht 100, aber eine ganze Menge sind in der Kiste. In der ganz rechten. Du kannst auch Pfeile machen, wenn du gerade zu Hause bist. Du wolltest doch da machen. Ich habe doch so. Hab doch nur gefragt. Ja, ich habe halt noch nicht so viele gemacht. Ich hatte halt auch. Ja, ich hab mir die jetzt genommen. Muss man eine Spinnenseil. Oh nein, ich habe zweimal Spinnenseide verbraucht. Oh, jetzt habe ich keine Spinnenseide mehr. Ich will wieder nach Hause laufen und Spinnenseide holen. Ja. Mach Platz da, Ameise. Also rein theoretisch brauchen wir dringendst einen Marienkäfer. Oh, dann können wir doch. Oder eben noch eine Spinne. Ja, bei der Spinne würde ich jetzt diese Arschlochspinne da. Ja. Weil da würde ich ja eher so eine Falle aufbauen wollen dort. Wir haben ja schon da was gebaut. Also wir müssen ja nur die Blumenfalle aufstellen, vielleicht so ein paar Spitzen aufstellen und dann Arschlecken. Oh, da gehen wir am Tag hin, ne? Jo. Ich mach mal jetzt. Ich gebe gleich noch mal ein bisschen Spinnenseige im Auftrag, ne? Mach das. Sprössling. Jetzt habe ich diese englischen Begriffe im Kopf und bin verwundert, wenn da was Deutsches steht. Sprössling. Oh, Peppels. Müssen doch hier irgendwo liegen. So, jetzt gehe ich aber das voll tot analysieren. Upsi. Ah, habe ich ja nicht. Mist. Was zu essen. Das ist immer was Gutes. Ah, die Blattläuse laufen auch in die Falle rein. Ich analysiere. Toll. Das, was ich da draus machen kann, der war schon bekannt. Haha. Aber es hat uns 2 Punkte Wissenschaft gebracht. Hurra! Ganz schön dunkel hier. Ja. Irgendwas Totes hier an der Falle. Nö. By the power of Helion, champion of the sun. Okay, hi, Champion der Sonne. Ja, ich bin voll der Champion. Ja, wo wollen wir hingehen, lieber Heinrich? Ich musste mir noch einen Speer basteln. Ich brauche ein paar Speere. Ich habe sie jetzt aber fertig. Ich denke, wir wollen Falle bauen.
Surprisingly not terrible. Am Tag. Haben wir überhaupt noch Blumen, Blüten? Da war gerade eine. Eine haben wir auf jeden Fall. I mean, this is probably what bottled water is. Ja, da. Nimm ich mal 10 mit, sollte reichen. Okay. Und dann brauchen wir ja dort noch, oh, das ist ja praktisch. Man geht raus. An den Grashalmen hängt auch Tropfen. Man kann von hier oben da schön ran und trinken. Cool. Einer ist da auch noch für dich. Wenn du rauskommst geradezu. Ich hab gerade. Einfach super. Ich vergessen, was ich machen wollte. Warte mal. Ah ja, Spitzen brauchen wir noch. Was brauchen wir für Spitzen? Die normalen, glaube ich, für die Fallen, ne? Du bist unser Fallenbauer. Ja, ich guck gerade noch, ist jetzt... Ich meine, die Distel haben wir Wir brauchen auch, ja, Distel meine ich ja, die Stacheln und Sepp. Dann gehe ich noch Disteln abhauen. Macht, ja, ich will auch ein bisschen abhauen. Unten sind wieder viele Ameisen. Ich wundere mich nur, wo der Arschlochkäfer hin ist. Wollten wir uns nicht auch nochmal die Minzbox anschauen? So, ich habe jetzt genügend Distelstacheln gleich. Ja, ich habe gleich 20, das sollte reichen. Ich habe 50. Gut, das reicht. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht, wo die Box ist, aber das können wir auch gerne machen. Die Minzbox ist hier irgendwo markiert. Aber ich habe gerade nicht so viel Slots frei. Weil die Minzbox können wir jetzt im Dunkeln gerne machen. Ich glaube, war das der Ice Caps Pastillenbehälter? Nee, ne? Die Frage, da war doch hier vorne irgendwo. Dann war das da wahrscheinlich doch. Ja, Pastillenbehälter, das wird da gewesen sein. Ice Caps, ne? Ja. Ja. Dann gehen wir da doch zuerst hin. Ja, dann folge ich dir. Ja, warte, ich muss ja mich erstmal orientieren, in welche Richtung ich laufen muss. Das geht voll gut, wenn du direkt auf der gleichen Stelle stehst wie ich. Dann sehe ich voll gut, in welche Richtung ich gucke. Ja, ich weiß, das Problem kenne ich. So, jetzt gucke ich etwa in die richtige Richtung. Platz da, also. Oh, laufe ich falsch. Ups. Ah, doch in dieser Richtung? Mhm. Ich dachte so Richtung unserer alten Basis. Oh, hier ist eine Ameisenstraße oder so. Jupp, ich bin da. Cool, gibt eine Ameisenstraße. So, keine Bange, ich klopp das nicht kaputt, bis du da bist. Ja, ich will auch kloppen. Hurra! Hurra! Komm mal da rein. Könnte man sich denn noch mal hinhocken? STRG.
komme da nicht rein, ich bin zu blöd. Ich hänge irgendwie ganz blöd fest jetzt auf einmal. Hachi. Vielleicht müssen wir uns hier eine Rampe bauen. Ich komme da nicht rein. Oh, ich habe Quarz vergessen mitzunehmen. Das habe ich gerade auch nicht dabei. Ich kann auch die Mitzbrocken irgendwie nicht nehmen. Kannst du die nehmen? Ich habe welche genommen, ja. Aber da sind noch welche. Und ich habe keine einzige genommen. Zwei Stück, eine ist da eine Ecke. Ah ne, zwei sind noch drin. Hä, warum komme ich da nicht rein? So nah und doch so fern, so. Tja. Ist ja doof, dass wir da nicht rankommen. Oder müssen wir da wirklich... Es ist, scheint ja echt nur so ein Spaß. Da müssten wir auch durchkommen. Vielleicht ist es auch ein Bug, dass wir da gerade nicht reinkommen. Weil ich stehe da jetzt auch gerade ganz komisch. Ups. Vielleicht ist das Problem. Ich weiß nicht, ich will es einfach nur testen. Ja, ich guck mal, ob ich Holz irgendwo finde. Allerdings ist meine Axt fast im Bruch. Ja, wenn du Holz gefunden hast, komm ich. Ah, warte, ich hab Holz, ich hab Holz. Ey, mach Platz. Oh, du Klee. Scheiß Klee. Gab dieser Grashalm nur drei Pflanzenbretterchen, oder wie man die auch nennen möge? Unkrautstängel. Okay. Es wird Unkrautstängel. Weißt du Bescheid? Ja, wird. Nein, es geht auch nicht. Willst du mich verarschen? Ist das vielleicht minimal zu hoch? Versuch du's. Aber du siehst schon von der Figur, wenn du bei mir guckst, ne? Du siehst schon fast richtig aus, dass du fast durchkommst. Hm. Ich kann auch die Minzbrocken nicht nehmen, die da noch liegen. Also einen habe ich genommen. Aber das ist ärgerlich. Wieso geht das nicht mehr? Komme ich zum Kloppen noch irgendwo ran? Also hier rechts ist nur einer, da komme ich auch nicht ran, aber... Hä? Das raff ich jetzt auch nicht. Es kann sein, dass die Treppe vielleicht ein Tuck zu hoch ist, weil die in dieses Objekt reingeht und das vielleicht blockiert, aber... Die Zuschauer spielen es ja auch, schreibt es uns mal in die Kommentare. Vielleicht ist es auch einfach jetzt buggy, wer weiß. Was suchst du? Mach mir eine neue Axt. Achso, hier müssten wir ja auch mal hoch. Wo? Und bei unserer alten Basis gibt es auch so einen Saft. Und da kannst du doch hoch quasi, da sind Forschungspunkte, müsste man nur was hochbauen. Hm. Egal, weißt du noch, wo diese Spinnscheiße war? Ja... Beim Yoked Girth Kopf. Echt? Ich weiß es nicht mehr. Da können wir ja dahin gehen, mal gucken, ob die scheiß Spinne da ist. Und wenn nicht, dann bauen wir da die Falle auf. Okidoki.
Vielleicht sollten wir noch Clay mitnehmen, dass wir so... Clay ist da doch direkt. Ah, perfekt. Dann machen wir so ein, zwei... Na, sagen wir mal zwei bis drei Plätze Clay und dann kommt da die Blumenfalle drauf und dann schön so ein Meer von Stacheln, damit die Spinne auch verreckt. Ja, damit wir dir auch einen schönen Insektenbogen bauen können. Ja, ich will auch einen. Oh, ich könnte vielleicht was analysieren. Ja, dann kriegen wir Science. Science? Science. Ich liebe Science. Kann ich nicht. Auch die Minzdinger nicht. Ungültiges Objekt. Und Scheiß. Arschlöcher. Warte mal. Ist auf jeden Fall Leben, warte ne? mal, ist da oben Thema. Jetzt... Guck mal, für Halloween ist da was aufgestellt worden. Echt? Ja. Hihi, cool. Ich könnte schwören, der war vorher nicht. Ach, ich brauchte die Schaufel für. Das ist ja cool. Weiß gar nicht, war die Spinne am Tag oder in der Nacht da? Ja, wenn sie sich aussucht, dass sie da schläft, wird sie auch tagsüber drin sein, ne? Auf jeden Fall den Müll, den wir rausgeworfen haben, der liegt da noch. Sie ist drin. Ah, schön. Wir könnten auch einfach direkt vor ihrer Höhle erstmal Fallen aufstellen. Ja, fantastische Idee. Bist du schon dabei? Gerade, ja. Nicht so nah ran. Den Stamm habe ich doch hier irgendwo gerade gesehen. Ach, hier liegt nur einer. Weil die braucht bestimmt mehr als nur eine Falle. Hier tatsächlich in diesem Gang nicht so gute Fallen aufstellen. Ja, aber wenn sie schon mal rausgeht, dann kriegt sie schon mal Schaden. Ja. Denn das ist diese Scheiße hier wieder. Mentar ist voll, fick dich. Better than starving. I think. Saft, Unkrautstängel. Unkrautstängel. Oh. War das nicht auch was mit geflochtene Faser? Ja, oh, hier sind noch ganz. Hier ist noch ganz viel Slap. Wir hatten so viel rausgeworfen. Ja, wir sind doch da ein paar Mal gestorben und ja. Muss mal ein bisschen Grashalme hacken, ey. So, ich guck mal. Finde ich hier irgendwo so ein dämliches Pusteblümchen? Pusteblümchen, wo seid ihr? Es sind hier keine Pusteblümchen. Oh, da ist ein Pusteblümchen. Mein Inventar ist schon wieder voll, das gibt's doch nicht.
schleppst halt so viel Scheiß mit dir rum. Ja, aber das ist Scheiß, den ich brauche. Kann ich einfach alles herstellen und dann passt das schon? Dein Inventar ist voll, dein Inventar ist voll. Geht doch, okay. Achso, dann habe ich das rausgeworfen, cool. Liege ich mit der Annahme korrekt? Gleich 12. Ich weiß nicht, wie lange sie schläft. Es ist nachts. Es ist nachts? Sicher? Nein. Vielleicht wäre ich auch gerade zu laut. Ach, Milbe. Ich dachte schon. Trockenes Gras braucht keine Sau. Mein Inventar ist auch voll. Das ja, man braucht ja auch immer so viel. I know I'm a picky eater, but still. Was war das? Ja, man ist so ein bisschen schreckhaft hier, ne? Ach, es fehlen Stämme, okay. Hm. Ach, das verkühlt. Es fehlen nur noch Stängel? Okay. Ja, ach, da sehe ich eine. Hm. Baumfeld, kannst gleich aufsammeln. Achso, ich dachte, ich gehe nochmal zu einem anderen, weil der eine wird okay. Bestimmt nicht reichen. Ach, da oben ist noch einer, Mist. Scheiß Gras. Baumfeld! Ah, du brauchst 3 Stück pro Ding. Ja. Wir bauen die Spende ein. Wir bauen die Spende ein. Heinrich und Mathilde bauen die Spende ein. Aber die sind nett, sie kann ja rauskommen. Boah, kann sie machen. Ach, fuck, für. So, die Fallen sind fertig. Also, diese hier. Ja, ich bin jetzt dabei, Clay zu besorgen. Oh, Ton, ja. Ich hole Ton. Oh, Spinnilein ist wach. Oh, was? Oh, Spinnilein ist wach! Hm, bist du oben? Ja. Gut, ich nicht. Spinnilein traut sich nicht raus. Vielleicht schläft sie auch gleich wieder ein.
Ja, wir haben den Spaß im Bühler für unser Baby. Jetzt haben wir sowas hier auch im Spiel, ja? Wie? Hier ist ein Kiesel. Aufstehen, Schlafmütze. Kuckuck. Guck's nochmal drin, ja? Ich schau ihr voll auf den dicken Popo. Also sie schläft noch, ja? Ja. Yeah. Gut. Wo wollen wir diese Blumenfalle aufbauen? Am besten, wo, dass man von hier drauf schießen kann zur Not. Warte mal. Wie wär's denn? Tack. Das könnte fast gefährlich werden. Nee, auf der anderen Seite. Ja, hier auf könnte der anderen so Seite hochkommen. Ist doof. Wie wär's, wenn wir hier diesen Bereich da einfach leer kloppen und da das hinstellen? Also hier sozusagen. Okay. Und da kloppen wir den Bereich richtig schön leer. Nee, wir müssen erst zwei Clay aufstellen. Und dann wieder Fallen drumherum. Und zum Schluss erst die Pflanze. Dann zerstören sie uns ja die Pflanze. Ja? Ja, mach einfach. So zwei. Eins über. Drüber noch? Ja, eins drüber noch und dann. Bitteschön, fertig. Und jetzt die Lockfalle drauf? Nee, erst die Falle drumherum. Ja, man kann Spinne, ja nie... Spinne, hinter dir! Falle hat fast funktioniert! Hilf mir! Wieso, wo bist du denn? Ich stehe hinter dir! Du musst dich nur umdrehen! Wieso bist du denn da gestorben? Keine Ahnung, sie hat mich halt erwischt. Irgendwie klappt es bei mir nicht, dass ich mit Escape oder so aus dem Menü rausgehe. Oh, feuerfrei, oder? Mach unsere Treppe da nicht kaputt, du Arschloch. Alter! Gut, dass diese Hindernisse stören. Ja. Alter, oh. Die ist ja richtig aggro. Die mag ja gar nicht, wenn man ihre Umgebung verändert. Gut, dass ich so viele Pfeile gemacht habe. Das ist aber nicht die, die in der Höhle geschlafen hat, ne? Oh. Weil... Da in der Richtung müsste ja irgend so ein Laubhaufen sein. Na, da bist du letztes Mal dran vorbeigelaufen. Da schläft sie auch. Das heißt, wir haben ja zwei. Und wir sollten... Ah, wir kommen dann nicht mehr hier hoch, ne? Nee, müssen wir neu aufstellen. Vielleicht sollten wir das mal als erstes tun. Ja, mach mal. Ich sammle mal ein paar Pfeile. Wieso ist mein Inventar voll? Ich soll wieder bauen und hab dann keine Pfeile mehr. So. Kann ich mal so schwer einschätzen. Ist zu nah. So müsste es passen. Nur zur Info, es wird langsam dunkel, ne? Ja, ich sehe es. Oh, das könnte sogar ein Tuck zu nah sein. Mist.
Nee, sieht gut aus. Ich check mal kurz, ob die da noch drin ist. Oh, die sind ja Pfeile. Ja, die ist da noch drin. Sind ja Pfeile im Clay drinne. Ja, voll doof. Ich geh noch mal etwas Leben holen, ne? Ja. Puh. Haben wir noch irgendwo Löwenzahn? Nee, ne? doch. Soll ich noch mal holen? Ja, aber nicht so lange. Da, beeil dich. Ja. Oh! Ist das Vieh da? Nee, das ist so eine andere Spinne. Also ich habe gleich keine Stacheln mehr. Ich hab noch 20, bestimmt. 30. Gut, dann mache ich hier erstmal wieder Grashalme kaputt. Ach, meine Axt ist auch gleich im Arsch. Hier vorhin noch was rausgeworfen. Nee, aus irgendeinem Grund kann ich nicht mit der Taste aus dem Menü rausgehen. Das ist voll doof. Ich muss da tatsächlich per Hand draufklicken. Ja. Aber ich habe auf jeden Fall schon 2 Spinnenfänge, also wir haben genug, dass du auch einen Insektenbogen kriegst. Das ist schön. Da tut sie schon mal etwas weh, dieses Arschlochvieh, wenn das rauskommen sollte. Ja, so. Ein, oh, I'm thirsty. Dandelion habe ich noch gefunden. Ich habe was gehört aus dem Spinnenraum. Kann sein, dass sie jetzt weg, wach wird. Also sehen tue ich nichts, aber ich muss erstmal was trinken. Sonst verdurste ich. Ich habe auch nichts zu essen mitgenommen. Ich hätte noch ein paar Eichel... Brocken. Die habe ich vorhin irgendwo rausgeworfen, damit ich Platz habe. Ach, ich habe auch noch Pilze. Siehst du, ich kann was essen. Ach. Worse than my mom's Brussels sprouts. Also ich weiß nicht, ob er rausgekommen ist, aber ich sehe ihn draußen nicht, aber ich höre ihn doch. Ich glaube, ich habe ihn gerade noch gehört. Hm. Vielleicht steht er ja, steht das Vieh erst auf und. Nee, ich sehe ihn noch. Er hockt da drin. Also schläft. Oh nee, der sieht wach aus. Oder? Ja. Ich traue mich auf jeden Fall gerade nicht wirklich nochmal zum Dingenskirchen. Solange das Vieh da drin ist, würde ich jetzt auch nicht so große Wanderschaften machen. Nee.
Wir müssen aber auf jeden Fall, bevor wir hier das letzte Ding fertig bauen, müssen wir die Lockfalle fertig bauen, sonst kommen wir da nicht mehr hoch. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt fertig kriegen, weil ich habe keinen Zap. Du hast keinen Zap? Nee, braucht man nicht noch Zap dafür? Ja, ich habe null Zap. Ja. So, jetzt brauchen wir Stämme und Zap. Ah, ich sehe Zap. Also ich weiß, wo Stämme sind. Ich weiß nicht, ob ich mich da noch hintraue. Ah, doch, ich traue mich da noch hin. Geronimo! Oh, ist ja Kampfmusik. Oh, das ist... Milbe? Ich weiß es nicht. Könnte sein. Ich sehe nichts. Hm, ist doch schon wieder vorbei. Hä? Was war das denn? Guck mal zur Höhle, aber da ist nichts. Wo ist sie denn? Da krabbelt bestimmt irgendwo eine Milbe lang. Und man sieht sie nicht. Da war doch irgendwo noch ein Löwenzahn. Oh, ich glaube, jetzt ist er aber wach. Oh ja! Arschloch! Toll, wie soll ich jetzt da hinkommen? Ich komme einfach von hinten auf den Hügel. Ja, die ist gleich tot. Die ist gleich tot? Ja, die ist gleich tot. Das ist aber praktisch. Ich hab sie gekillt. Sehr schön. Warte, dann loot ich die, weil ich hab ja schon was von... Ja, ja. Kannst du looten. Aber sie ist hin. Gut gemacht. Gut gemacht. My mom always says I light up a room. Sie hat aber wahrscheinlich auch wieder unsere Treppe beschädigt, oder? Es steht aber noch, du. So, alles meine Pfeile, die habe ich mir verdient. Ja. Schick. Und das ganz ohne diese Blumenfalle. Voll gut. Einfach die Kackdinger da drinnen bauen. Ja, die hat sich ordentlich wehgetan, als sie da rausgekommen ist, ne? Ja, die ist wahrscheinlich hier den langen Weg gegangen. Das ist mir doch egal, welchen sie nimmt, solange sie halb tot ist, wenn sie rauskommt. Dann würde ich sagen, Mission erfolgreich. Absolut, oh, wir haben... Stäbe. Cool. Ja stimmt, die habe ich da hingeworfen, weil die vorhin noch übrig waren. Noch eine Falle fertig. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das wann anders mal fertig und brauchen wir nur noch Zap. Nee, nur doch die Stämme. Ja, hier einmal Nadeln. Ah, dann machen wir und noch mal... ein paar Blüten noch. Noch eine zweite Fuhre später und dann können sie auch da reinlaufen. Also ich glaube, dann können wir die Folge beenden und gehen nach Hause. Oh. Erfolgreich. Und dann bauen wir dir einen schönen Sektenbogen, würde ich sagen. Ne? Ja, das klingt doch schön. Und dann gucken wir nächste Folge, wo wir ein Marienkäferchen finden, würde ich sagen. Ja, das klingt nach einem Plan. Okay, vielleicht schlafen die auch irgendwo, wo man sie töten kann. Ja, dann haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.